Oh, hier fällt das hin. Oh mein Gott. Der Kaffee ist bald alle. Prima. Kann ich noch welchen? Nein! Tag, es ist Donnerstag, der 25.02.2016. Ich bin ein bisschen müde. Oh mein Gott. Ach ja. Oh, wie sieht denn mein Bart aus? Das muss ich erstmal richten, bevor wir hier ein Video machen. Ja. Ich muss ja eh gleich duschen gehen und mich für die Arbeit fertig machen. Aber mal was anderes. Gestern haben wir über Struktur gesprochen und eigentlich wäre auch für dieses Vlog ganz gut, glaube ich, wenn eine Struktur drin ist. Also wenn bestimmte Sachen immer wieder auftauchen, so wie mein Snapchat des Tages zum Beispiel. Und ich würde diesen Snap des Tages gerne aufnehmen, aber nicht als Snap des Tages, sondern als Snapchatter des Tages. Deswegen könnt ihr entweder Snapchatter vorschlagen oder euch selber bewerben. Bewerben hört sich doof an. Euch selbst vorschlagen könnt ihr auch, habe ich überhaupt kein Problem mit. Sagt mir einfach, wen ich vorschlagen soll als Snapchatter des Tages. Ja, wie gesagt, entweder ihr selbst oder jemanden, den ihr supporten wollt, featuren wollt oder wie auch immer. Einfach schicken. So, und ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Ich muss duschen und mich dann für die Arbeit fertig machen. Irgendwie sieht es kalt und ungemütlich draußen aus, aber naja, hilft ja nichts. Muss zur Arbeit. Ja, schönen Tag. Ich habe gerade Post aus meinem Briefkasten geholt vom Landgericht Rostock. Wir haben einen Termin. Sind Ohrenschützer wieder in Mode? Ist heute Vollmond? Weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall immer schön. Sieht man jetzt hier nur nicht im Video. Das ist ja so aus. Entspannung, bevor ich gleich duschen gehe und mich dann an mein Video setze. Feierabend. Ich habe geduscht und jetzt setze ich mich gleich ans Vlog. Vorher müssen wir es aber natürlich beenden. Was ich heute Vormittag zum Thema Snapchatter des Tages, glaube ich, nicht gesagt habe, ist, dass ihr mir zwei Sachen schicken müsst, wenn ihr Snapchatter des Tages sein wollt. Und zwar, wenn ihr der Snapchat des Tages sein wollt, könnt ihr mir ein Video oder ein Bild schicken. Am besten mit Snapchat aufgenommen und vielleicht ein bisschen Text drauf, keine Ahnung. Lasst euch was einfallen, macht was ihr wollt, auf jeden Fall hochkant. Und den Screenshot von eurem Snapchat-Code. Und wenn ihr jemand anders vorschlagen wollt, dann müsst ihr natürlich dasselbe machen. Video geht schlecht, weil ihr die Videos von anderen nicht runterladen könnt. Ihr könnt ja nur einen Screenshot machen. Dann macht einen Screenshot oder bitte denjenigen, den ihr vorschlagen wollt, kurzes Video zu schicken, könnt ihr ja auch machen. Alles an die E-Mail-Adresse, die ich jetzt hier einblende oder die unten im Beschreibungstext steht und am besten mit Betreff Snapchatter des Tages oder irgendwie so, damit ich gleich weiß, um was es sich handelt. Soundtrack des Tages könnte heute Feine Sahne Fischfilet sein mit komplettem Arsch. Ich bin komplett im Arsch.
auf Arbeit heute, boah, da war echt die Luft raus auf einmal. Ich weiß gar nicht, 7:30, 8 so in dem Dreh, glaube ich. War komplett die Luft raus. Ich habe nicht mehr durchgesehen. Ich bin völlig abgesoffen. Ja, die 6-Tage-Wochen zeigen halt ihre Wirkung, aber tja, was wollen wir machen, ne? Wie auch immer, auf jeden Fall war ich total im Eimer und habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Passiert und ist doof, weil man irgendwie auch alle anderen so ein bisschen mit in die Scheiße bringt und naja, ist auf jeden Fall nicht schön und ärgert mich immer sehr, wenn sowas passiert. Passiert nicht oft, naja, sowas ärgert mich jedenfalls immer sehr, aber passiert anderen zum Glück auch mal. Ist sich immer nur nicht so sicher, ob die anderen das auch so auf dem Schirm haben, dass ihnen das auch mal passiert. Ich habe auch heute irgendwie nicht so den Halt an der Kamera, keine Ahnung, die wackelt halt ganz schön, oder? Gut, das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Jetzt, wo ich wieder auf dem Laufenden bin, dann sollte ich auch mal zusehen, dass ich wieder in den Flow komme und vernünftige Vlogs mache und nicht nur einfach so ein Gelaber. Naja, ich muss wohl erst wieder so in meinen Rhythmus kommen. Ja, die Struktur und so, ihr wisst ja. Alles klar, tschüss.